Hallo! Howdy doody! Ah. Hallo, willkommen zurück zu Mario Galaxy 2. Wir sind wieder da, neue Session, neues Glück. Baby! Hey, da war jetzt wieder so ein Rhino, wie von der letzten Episode. Dieser Mark. Was steht der da aus der Lava raus? Ja, der voll komisch unnötige von der Flieger-Episode. Die Flieger-Episode war gut, Freunde. Die anderen zwar, die es irgendwie brauchen konnten, sind dort geblieben, aber der unnötige ist jetzt da umgekehrt. Ja. Nein, oh, das ist nicht. Ja, Mama. Was ist denn das für ein Scheiß? Ein guter Scheiß. Scheiß ist Lucci schon wieder weg. Ach Gott, dann musst du da irgendwie durch. Bist du der Bart? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe immer ein bisschen Übung. Ich hab das bis jetzt. Oh, so leicht ist das. Mama. Noch nie gemacht, ja, ich weiß. Ja, ich hab das bis jetzt wirklich noch nie gemacht. Ja, aber irgendwie habe ich ja nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Nein, nicht unbedingt. Das ist nicht unbedingt geil, muss ich sagen. Finde ich auch nicht. Halla! Halla! Moment. Was? Das stopp, halt zu der Tour. Ist nie passiert. Eben nie. Warte mal. Wie vierte Party ist das jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ich hab mir nachgeschaut. Ich hab mir nachgeschaut. Ja, ne. Aber jetzt wurscht. Ist scheiß drauf. Ich muss schreiben noch die Episode auf. Vielleicht passiert ja gar nichts Gutes. Eben. Weil wir haben gesagt, vorne mittlerweile schreiben wir mit. Entweder als Erinnerung. Gibt. Genau, es gibt immer Best of. Also noch und entweder Video, nach jedem Projekt. Ja. Und ja, oder dass wir halt aufschreiben, wenn wir sagen, wir bauen irgendwas Bestimmtes ein ins Video oder wir müssen irgendwas auspiepsen, stimmt, wenn wieder genau. Irgendwer irgendwas Antisemitisches gesagt hat. Zum Beispiel. Ich habe übrigens das, was du letztens gesagt hast, das ist Klick-Klack gemacht. Genau, ja. Das finde ich eigentlich als ganz gute Alternative. Ja, das war ganz nett, aber jetzt einfach den Ton genommen von dem Klick-Klack von Mario Kart. Oh fuck. Ja, sicher. Also von dem komplett Klick-Klack. Ja, ich weiß. Ja, okay, was da. Ich will jetzt nur sagen. Ich hab's ja gemacht, was es nicht kapiert hast, was du da gemacht hast. Ja, wirklich so. Oh, das hab ich da gemacht. Ich hab mich schon gefragt, wo ich das jetzt hergenommen habe. Oh, oh, Speedrunner! Hallo! Ah! Wawiwa! Hallo! Lilo und Bitch! Lilo und Bitch! What the ja, fuck? Ja, das ist übertrieben, aber das war schon im ersten Teil so. What the fuck? Das ergibt keinen, wenn er jetzt zumindest irgendeine Blume oder so dafür kriegt. Es ist so wie Tails, weil es sein Kopf. Der hat sie nicht mit, aber stimmt. Sein ganzer restlicher Körper. Stimmt. Und es ist bei Tails schon kompletter Schwachsinn. Ja, ist es. Ich frage mich nur, wo die Münze ist. Aber die schon verpasst habe. Oh, gute Frage eigentlich. Oder ob sie da ist. Ja, der war doch jetzt so links. Da ist. Oh Gott, ich hasse euch. Ah, die sind echt scheiße. Die gibt's erst seit. Ja, aber schau mal, das sind andere. Ein paar von einer, ja. Ja, die anderen rennen einfach durch, der frisst. Ja, stimmt. Schau, der rennt da mit dem Mund einfach durch, durch den Scheiß. Und der andere frisst. Die gibt's aber auch erst seit Mario Galaxy. Also seit Mario Galaxy, oder? Ja. Die gibt's ja, glaube ich, nirgends anders, außer Mario Nein. Galaxy. Mario Odyssey ist nichts nicht mitgekriegt. Nein. Da hat's aber nicht wirklich irgendwas mit Lava gegeben, wo sie vorkommen hätten können. Doch, in der. Ja, da in der Kochwelt, aber. Zum Beispiel ja, ja. In der chinesischen Welt. War ein bisschen lauer. Boah, ich war stimmt. Mama, komm, jetzt geht's um ihn. Oh, Lacker. Na. Oh, Krok. Oh, Krok. Oh, Krok. Oh, Krok. Oh, Krok. Bist so nah. Oh, Krok. Oh, Krok. Ja. Fuck. Fuck. Oh. Oh, Scheiße. Was war das für ein Scheiß? Keine Ahnung, wie Anziehungskraft das Produkt gespielt. Das ist hin und wieder zwischen mir und Frau Nase. Dass die Anziehungskraft verrückt spielt. Und dann sind sie gerade voll geil auf mich und kaum reden sie ein Wort mit mir, laufen sie weg. Weil mein Anziehungskraft verrückt. Ja, ich verstehe schon, ist schon okay, aber. Du findest es nur nicht lustig, das ist das Problem. Nein, ich denke mal, es sind viele Frauen, das liegt ja an dir. Wie? Ich denke mal, das Problem haben viele Frauen. Dass sie ein Interesse an einem Typen haben und kurz mit ihm reden und dann weglaufen. Mhm. Ist das ein Problem in dem Fall? Ja, ich bin fett. Schon wieder einer! Ich pack eigentlich nicht mehr, Jungs. Ich brauch euch nicht, ich brauch euch echt nicht. Jetzt hast du sogar einen zweiten Glück. Super geil. Super hey, Essen. Du brauchst sicher Hilfe. Fressen, super. Muschi, super geil. Mhm. Obergeil. So wie die Chipkofi.
Warte mal, wie viele Sterne haben wir eigentlich? Nicht genügend, ne? Uhrwerk Ruinengalaxie. Aha. Dieses Crash Bandicoot. Crash Bandicoot auf die Switch, Freunde. Wo ich das vorgestern gesagt hätte, die habe ich schon vorgestern rausgebracht, weil alle gesagt, ich bin behindert. Ja. Aber jetzt ist es wahr. Mhm. Verstehe ich nicht. Naja, es ist ja irgendwie. Was ist denn die Jets? Das ist wie wenn Mario auf die Playstation kommt. Ja. Das ist genau das gleiche. Das war krank, genau. Ich würde mir wünschen, dass Second Son auf oder die Switch Halo kommt. Auf die PS4 oder so. Das war schlimm. Ja, was? Auf jeden Fall, aber es war genau das gleiche wie. Ich hätte gern Second Son für die Switch. Danke. Kann ich da mit irgendwem reden? Kann ich da mit irgendwem anrufen? Ja, Miyamoto. Ah, Shigi. Oder bei Iwata. Wie haben wir so wenig Leben? Ich hab doch in der Geister-Episode so viel Leben. Ich glaube, dass die Leben jedes Mal, wenn du startest, wieder auf ihre Standard 4 oder 5 zurückgefallen. Na. Die kreuzt du nicht. So geil. Oh, was? Ficken. Was? Was? Ist ziemlich scheiße, ja. Das ist nicht geil. Das heißt, mein ganzes Sammeln in der Episode war vollkommen... Für den Oschi. Für den Oschi, ja. Weil das war ja mein Hauptziel. Ich hätte sie ja leicht First Try schaffen können. Sie ja. MLG. Sehr. Baby. Sehr. Gib ihm alles. Gib ihm. Ah, das schaut mir ein bisschen nach einem Mond aus. Oder noch tot, aber warum? Hallo! Wow! 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 Das war knapp. Das hätte ich da echt nicht zutraut. Das catch fast das Best of. Einfach nur weil es zu knapp war. Ja, aber das Ding kommt eins Best of. Was der. Dein Sprung von. Achso, der, ja. Der kommt ins Best of. Der war schön. In Dings, was der in Mario 4 das jetzt macht. Also der? Ja, der auf jeden Fall. Ja, den da, wo ich die Münze gerade so irgendwie erwischt habe. Achso, ja, das ist ja geil. In der Umkehrwelt da. Das ist ja geil, ja. Ja, nur die Welt nicht. Oh. Ja, sie ist okay, aber weiß ich nicht. Sie ist kein Wasserwelt. Na, das nicht. Gibt's eigentlich nur Wasserwelt? Ja. Achso. Und es kommt ja dann aus Mario 64. Ja, da kommt ja auch noch Womps Castle. Ja. Das finde ich geil. Nein, ich hab die umgelogen, das gibt's gar nicht. Ja, das hättest du machen können. Sieh, hättest du es nicht gewusst, ne? Hättest du nicht gewusst, ne? Ich ja. Einfach, oh, cool. Hätte die ganze Zeit in dem Glauben gelebt und im Endeffekt war ich vollkommen enttäuscht worden. Ich meine, das passiert mal öfter. Ich komme mittlerweile ganz klar damit. Bei Frauen, ja, kann ich nicht. Ja, verstehen. Ja. Ja, eben wie gesagt, meine gestörte Pop. Anziehungskraft. Ah, okay. Ich glaube, es liegt am Zeitpunkt des Monats. Mhm. Das ist meine Theorie. Dass meine Anziehungskraft verrückt spürt. Ja. Auf mich bezogen Zeitpunkt des Monats oder auf die Frau? Auf die Frau bezogen. Aha. Weil am Ende des Monats das Geld knapp wird. Genau. Ich hab's mir gedacht. Ich hab mir immer gedacht, dass es ums Geld geht. Ja, bei Frauen geht's immer ums Geld. Gut, hab dass wir das geklärt haben. Hab ich nie gesagt. Na. Weil ihr habt auch gar nicht gesagt. Nein, nicht. Oh, du Sau. Baba Yaga Naga. Ich hab gedacht, da ist ein Boden. Da war bis jetzt nicht einmal ein Checkpoint. Doch. Ah, doch. Boah, Glück gehabt. Boah, Schwein gehabt. Das war scheiße gewesen. Alles nur mal machen. Ja, naja, so viel war das auch nicht gewesen. Nee, weiß ich nicht. Ich war ja frei. Mindestens 2-3. Okay, machen wir nicht. Aber du kannst ja nicht Wall jumpen da auf, oder? Weil das ist kein Hohlraum, schätze. Na. Ich meine, da kann ich aufhören. Mhm. Wenn es rauskommt. So. Es wird. Es wird. Ich hasse diese Werbung immer noch. Und das haben wir ja schon letztes Mal geredet. Ja. Seit 10 Jahren. Es wischbar. Das ist so zart, oder? Der ist besser. Ich kann den nicht wirklich. Gefällt mir. Wie machst du denn nochmal? Du hupfst, dann gehst du in die Hocke und dann rast. Nein, dreh und dann geh in die Hocke. Im Drehen tue ich dann den so. Stampfraum auf, sozusagen. Aha, okay. Und dann macht er den Autolock an. Genau. Oh, der hat... Das ist scheiße, weil... Ab und zu machen die Flammen und dann... Bringt's dir nichts, wenn du auf ihm drauf springst. Baby, mach dir nie mehr so einen Scheißdreck. Denn ich hau deinen ganzen Scheiß weg.
Das ist einmal passiert. Irgendeinem Typen. Dass er irgendwann zum Scheiß wegtragen. Weghauen. Wegtragen. Kann das heißt, die Münze da oben ist? Peter. Oder bin ich behindert? Du und deine Theorien. Ich glaube, ich bin behindert. Peter. Das geht mir nicht auf. Das geht mir gar nicht auf. Na. Da einfach runterhupfen. Und tschüss. Das war schon gescheit. Ja, weil dann hättest du Game Over, ne? Game Over. Ein Game Over. Kann man auf. Aber jetzt kannst links doch gehen. Achso, na, du musst sogar so. Ja, ich mach auch so. Hallo. Servus. Hast du gemerkt, dass sie die Werkkraft verändert hat? Was macht der eigentlich, wenn er in der Form ist? Bleibt er dann in der Form für immer, oder? Ja, ja, das ist so wie... Da ist sie, glaube ich, ich hab's gesehen, die Münze. Das ist wie bei Final Fantasy 13, wenn du zu einem Lassie wirst, ja? Und oder du dann deine... Sie. Und du dann deine Bedürfnisse. Bestimmung erfüllt hast, aha, dann wirst du zum Kristall. Und so, er hat seine Bestimmung... Comedian. Ganz genau. Du wirst zu einem fetten deutschen Comedian. Wow. Er ist mollig. Er ist. Chubby. Chubby. Bisschen mehr als Chubby, aber. Chubby Bay. Chubby Boo. Chubby Bay, Chubby Boah. Bay. Oh! Oh, Baby. Jetzt hat mich geschreckt, dass du dich geschreckt hast und es hat mich geschreckt, weil es mich geschreckt hat. Oh, fuck. Josh, komm her, Josh. Komm her, Josh. Lass mich mal nuckeln. Ja. Danke, da. Das gefällt mir gut. Also der Sprung ist schon immer so. Lecker, Josh. Nonna, das ist eine Suppe, die du gekocht hast. Pass auf, da kommt was. Da kommt was. Hallo. Josh. Holy Mama. Machen wir. Tada. Komm her jetzt. Stampede. Tada. Okay, das geht nicht. Egal. Vom Arm. Hoppala! Holy shit! Hoppala! Jetzt aber. Das war halt nicht so Disziplin bei den Olympischen Spielen. Was? An Stangen herumturnen? Ja. Da hat er gesagt, das sollte die Peach machen. Die Peach. Damit er zuschauen kann und sie bezahlen, dass sie es macht. Weil sie Hure ist, ja, das kann man schon vorstellen. Na, sie ist die Princess. The Princess from the Gomba Kingdom. Was? Nix. Wieso ist sie im Gomba Kingdom? So. Sie macht einen Ausflug. So wie Mario Odyssey, Spoiler! Holy shit, ist der ein Scheißtrick. Oh! Josh! Das war close one. Oh, ist das nicht gut ausgekommen? Ich glaube, ich gehe da nicht. Die Welt ist irgendwie voll groß. Ja, ich meine, bis jetzt gibt es da noch Sterne, also. Europa und Südafrika und der nimmt da nur die Flamme, genau. Also, meine Flamme. Ja, es gibt Europa und. Australians. Du wusstest, dass australische Frauen sehr oft ziemlich haarige Vaginas haben. Ist das ein Klischee oder ist es bewiesen? Das ist oder? Bewiesen. Okay. Ist es irgendwie bei einer Studie? Ich check's noch. Aber ich schätze, ich muss es einfach checken. Wow, der ist hübsch. Aber wir haben schon was gegen haarige Vaginas. Jo! Meine Zunge. Naja, wenn die Frau den Delfin kann. Dann kann die so haarig sein wie sie, oder was? Es gibt bei allem Grenzen, ja? Ich sage, es gibt bei allem Grenzen. Ich glaube, mehr muss man... Hey, du hast einen Brief! Ich glaube, die Grenze liegt bei Gesichtsbehaarung. Hey, danke, ich komme mit. Oh, schaut so her, wenn die Honigköpfe gar nicht. Okay, vielleicht liegt die Grenze bei Achselbehaarung. Da kommt es dann davon, wie der Rest passt. Aber bei Gesichtsbehaarung ist die komplette Grenze. Ja. Ist dann so. Nein! Eine Frau hat keine Gesichtsbehaarung zu tragen, nein. Das macht man nicht. Da ist übrigens! Ah ja, die Rückblende-Galaxie. Oh, oh.
König Wump kehrt zurück. Nein, das ist ja schön. So, Freunde, Nostalgie ist vor ein paar Monaten bei uns gelaufen. Nicht Nostalgie, sondern das Level. Ja. Was auch Nostalgie war damals, aber ja. Schau dir das an. Ist nicht voll geil. Wie du sagst, einfach nur im Schöner. Ja. So schön hast du es noch nie gesehen. In komisch halt. Weil ich bin irgendwie dieses alte Hässliche und da ist Bob Omb auch noch dabei. Ich bin eben das alte Hässliche denke gewohnt. Nichts außer da. Alter. Kriegst du da die Kanone? Nein. Nein. Da hätten sie so eine Spielmechanik für Englisch als Galaxie einbaut. Ja, aber das. Ja, gut, das haben sie ja teilweise mit anderen Sachen. Ja, ja, stimmt. Für den der Stern zum Beispiel, Rolling Star. Ja. Super Mario Rolling Star. Stimmt allerdings. Wobei, das hat ja Auszeit. Auf jeden, Digga, aber sie sollten ein ganzes Spiel draus machen. Wenn sie jetzt Captain Toad ein ganzes Spiel machen, was übrigens auf die Switch kommt, Freunde. Ist ja ganz nice, weil dann kann ich nur für die Switch. Ich mach da oben ist die Münze. Wo ist die Münze? Und was macht du bei Captain Toad? Du hast so das Rätsel oder so waren das. Ja, doch, ja, oder? Du hast so japanische. Das sind so Kleingärten sozusagen. Da gibt's so ein japanisches Spiel, das ist so in die Richtung geht. Also so nicht japanisches Videospiel, sondern so ein japanisches. Ah! Eigenheimspiel. Alter, wo wir schon bei japanischen Videospielen sind. Sushi. Sushi Striker, The Way of Sushido. Sushi Striker, The Way of Sushido. Da Baby, ist ich hab schon lang. Nimm mal sowas Schönes gesehen, Freunde. So Schönes? Letzten, ja. Hey, schau mal. Bei der letzten Nintendo Direct. Also bei der, die gestern gelaufen ist. Genau, wo eben Mario Tennis und so fort. Es gibt aber Kanonen in dem Spiel, warum war das keine Kanone? Es gibt Kanonen in dem Spiel, wirklich, weil du hast die schon mal geschossen mit einer. Stimmt. 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 Da hat irgendwann nicht mitgedacht. Ja. Jedenfalls ist da dann ein Spiel vorgestellt worden, eben Sushi Striker. Sushi Striker. The Way of Sushido. Und es geht darum, dass geht ihr das in einer Welt lebt, die frei von Sushi ist. Es geht. Hier geht's, ich hab sogar einen Drehsprung. Schau mal, der da. Hey, Schnuppert, Digga, Arsch. Das wollte ich nicht. Na! Jesus, Mann. Oh, warte mal. Da ist auch so ein Ding. Hier bitte. Das geht so locker aus. Oh, Mann. Solange ich die Kisten nicht kaputt mache. Perfekt. Speckig. Speckig sind die Adepten. Nicht möglich. Möglich sind sie grauslich. Mama aber kauft, speckig sind sie gut. Mama kauft nur die Speckigen. Weil die Möhligen sind grausig, die mache ich nicht. Kommt das irgendwo her oder? Okay. Oh, das ist nur meine eigene Meinung. Oh, Baby. Ist auch wirklich so, die Möhrlinge sind echt grausig. Das sind die, die irgendwie, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, mellig und speckig. Ja, ja. Speckigen sind die softigen, die guten, die man. Oh! Ja, die Pfikas erst! Ja, für das ist wurscht. Ja. Da kannst du das Möhrling gerne machen. Ja, ja. Nur, aber Erdepfikas so ist geil zu fix. Ja. Und Erdepfelsalat ist geil zu fix. Auf jeden Fall. Vor allem zu. Erdäpfel und Kartoffeln, Freunde. Genau, Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Ist nicht der Film, weil der Film ist ziemlich scheiße. Das sagt jeder, ja. Der ist ja kacke. Ich hab den noch nie gesehen, aber ich da spielen die Lochis mit, ich Alter. Ich weiß. Ich hab ja... Das ist von Torge, Alter. Ist das nicht an der falschen Seite? War das nicht normal da? Keine Ahnung. Ich glaube nämlich schon irgendwie, oder? Ich weiß. What the fuck, was macht das Bowser-Ding da am Boden? Weil es ist ja der Kampf gegen Erm, oder? Was macht Bowser denn da? Oder kommt der Turm? What the fuck? Ah ja, genau, da ist der Kampf. Er hat sich ein bisschen abgegradet, auf der Rückseite von dem ganzen Level. Weil jetzt geht's ja mit der Schwerkraft, deswegen. Mhm. Sie haben unsere Häuser gebaut, wirklich. Sind sie also die Steine, oder? Sie sind sowas wie die Bäder. Ja, ja, sie sind die Bäder. Er ist ein riesiger Bäder. Er ist um einiges größer geworden als früher, ha? Ja. Musst du den Sprung machen oder hast du doch du machst? Nein, mach aber noch Spaß mit dem. Zerfix, du holst ja nur kleine. Kleine Huris. Baby. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich kann schon ziemlich geil. Falade, Falafels. Fallere.
Skröte, der Verlörer, der ja. Skröte, der. Es ist sehr nostalgisch, ja. Verlörer, der. Das hat schon was. Ja, ich vergiss das. Ich bin behindert. Ich hab kein so langes Gedächtnis. Ja, das war's. Baby, der war gut. Mir hat er gefallen, ja. Kieselbrock und was? Steingewumme. Aha, also sowas wie Himmelarsch und Zwirn. Ja, oder? Genau, Himmelarsch und Arschfick. Himmelarsch und Arschfick. Das habe ich mal probiert, das ist gar nicht so einfach. Stimmt, das hast du da probiert. Ja, das habe ich probiert, das ist echt schön. Nicht so einfach. Ein paar Episoden weiter vorne, Freunde, da findest du es. Mm. Wir haben es leider nicht aufgenommen und nicht reingeschnitten, weil. Ja, stimmt. Weil wir behindert sind. Ja, fix, das hätte man machen sollen. Ja. Vielleicht bauen wir sie ins Best-of ein. Muss man dran denken. Ich glaube nicht, Freunde. Man macht sich keine Hoffnung. Soll ich mal das aufschreiben? Ja, Patrick Crouching oder was? Eingebaut ins Best-of. Ja. Ach Gott. Oh, es gibt einen. Fuck me, ein Schabernack-Komet. Ja, und nicht nur das. Ja, was heißt der Schabernack-Komet? Sie heißen alle, aber. Ah ja, das vergesse ich immer wieder. Ja, aber das ist dann verschiedene. Aber das Falsche! Da war irgendwo ein Weg. Ah ja. Muss doch der gewesen sein. Das frage ich mir auch gerade. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode, weil es. Genau, weil. Über 10 Minuten länger. Hey, schau mal, das ist ein Fettsack. Ich hab irgendwann gedrückt. Oh! Du hast Pop-Bomb! Den Roden! Warum geht der Rode eigentlich in die Luft? Er ist nicht rot, er ist rosa. Das macht einen Unterschied. Das macht sie nicht besser. Warum geht er nicht in die Luft? Im guten Paper Mario hast du auch eine rosane Bombe, die mit dir mitgeht. Weil du hast ja voll viel Freunde und dann hast du da einen Koopa. Was sagt der? Von der legendären Welt. Aha. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Howdy.